Folge 69. Jetzt ist Schluss mit lustig. Oh, noch eine Goblinbeere. Ha. Müssen wir eigentlich irgendwann mal unser Alchemie-Talent erhöhen? Naja, das versuchen wir ja zwischendurch, aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust, das zu skillen. Weil das Lernpunktverschwendung ist. Na, ist hier vielleicht unten was? Das sieht nämlich gerade so leer aus. Ne, hier unten sind wir jetzt an einem Fluss. Wir wollen weiter in den Wald rein, um Waldläufer zu finden. Das wird toll. Ich habe nämlich ehrlich gesagt wirklich keine Ahnung, wo die sind. Ist das da oben? Ne, das ist nur eine Wurzel. Ach. Oh, da oben ist was. Ah. Könnten wir Glück haben? Ich fass es ja nicht, wir haben Glück. Sag mal, was ist denn hier los? Wieso finde ich die Sache mal? Das ist noch eine Goblinbeere. Nein, scheiß auf dich, Waldläufer oder Waldschleicher, wie auch immer du heißt. Fährtenleser. Hochlandläufer. Flinker was? Waldläufer. Vorsichtiger Waldläufer. Normaler Waldläufer, alles voller Waldläufer, Grünlandläufer. Thorn, hast du ein Druidenschönes Hirsch? Du bist zu laut, du vertreibst das ganze Wild. Ich bin Thorn, Druide und Krieger Adanos. Und du bist anders als die anderen. Tatsächlich? Woher glaubst du mich zu kennen? Du bist rastlos, Entscheider, ohne Heimat. Ich kenne das, du bist wie ich. Wenn du zu lange an einem Ort bist, glaubst du, das Leben nicht mehr zu spüren. Du bist Krieger Adanos. Sieh dir an, was die Tiere Beliars angerichtet haben in ihrer Gier. Kaum noch Menschen, die frei und ohne Angst leben können. Ich bin der Schrecken, der über die Orks kommen wird, wenn sie es wagen, die Wälder anzugreifen. Bring mir bei, wie ein Druide zu kämpfen. Ich weiß, wer du bist, Entscheider. Und so weiß ich auch, dass dein Weg nicht von den Göttern bestimmt wird. Aha. Wer sagt mir, dass du die Macht der Druidensteine nicht gegen uns Druiden richtest? Erzähl mir von den Druidensteinen. Es sind die heiligen Steine Adanos, die Quelle unseres Seins. 6 an der Zahl. 6, wie die Zahl ihrer Herren. In jedem wohnt die Kraft eines Tieres. Mein Stein ist der Stein des Snappers. Aha. Die Orks glauben, dass du einen Bauernhof bei Trelis verwüstet hast. Da haben sie auch verdammt recht. Menschen wie die Bauern, die für die Orks arbeiten, stärken ihnen nur noch den Rücken. Ich kann nicht mit ansehen, wie Menschen sich versklaven lassen, nur um ihr klägliches Dasein zu verlängern. Lieber den Tod als Lakai dieser Brut Belias. Ich werde nicht eher ruhen, bis die Saat des Bösen wieder aus unseren Wäldern verschwunden ist. Der ist ein bisschen aggressiv, der Druide. Zeig mir deine Ware. Was hast du denn so Feines? Zweihänder, Langschwert, Degen, Pfeile. Kriegsarmbrust. Uiuiuiui. Söldnerarmbrust. 45.000 Gold. Stachelkeule, Speer. Schwerer Ast. 50 Schaden. Wow. Druidenrobe. Waldläuferkleidung. Naja gut, wir wollen uns dann tatsächlich erstmal nur die Pfeile holen. So, dann werden wir erstmal auch unseren Schwachsinn hier wieder los. Na komm schon, ich habe keine Lust, hier Gold zu zahlen. So. Okay, er muss sterben. Ah, ich wollte noch vorher speichern. Speicher, 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 Speicher. Stell mich auf die Probe. Geh nach Geldern und überzeuge die Menschen dort an deiner Seite, gegen die Orks zu kämpfen. Dann werde ich dich die Druidenmagie lehren, Entscheider. Okay. Naja, das werden wir natürlich erstmal nicht machen. Die Frage ist, sollen wir jetzt dem Druiden folgen oder sollen wir jetzt den Orks folgen?
Wobei das für einen Mann mit unserer Ausrüstung auch schwierig werden könnte, das zu schaffen, gegen diese ganzen Waldläufer zu bestehen. Naja, andersrum sind die Orks auch nicht ohne. Hui. Okay, das ist aber einfach zu finden. Muss ich sagen, das ist wirklich einfach zu finden. Lag vielleicht daran, dass ich, wenn ich Norden gehört habe, dass ich dann da gesucht habe. Irgendwie so. Steinwurzel. Verdammt, die brauchen wir doch. War das nicht so? War es nicht die Steinwurzeln, die wir brauchten? So irgendwie 10, 20 Stück wieder. Um den Druidenstein aufzuladen. Zwei. Drei. Suchen wir sie auf jeden Fall erstmal vorher. Da vorne sind noch Snapper. Zu kurz. Zu hoch. Die sind auch einfach zu dünn, die Viecher. Getroffen. Komm her. Tja. Komm her. So, also man muss auf jeden Fall den richtigen Augenblick abpassen, aber das mit den die Angriffe kontern, das ist sehr gut. Dass man, wenn man einen Angriff abkriegt, einen Schritt zurückgeht und dann... Naja. Dann schlägt man eben drauf zu. Man könnte natürlich auch sicherlich schnelle Angriffe spammen, aber das ist mir persönlich ein bisschen zu blöd. So, was haben wir denn hier noch so Feines? Ah, eine Goblinbeere. Ha. Wie viel haben wir davon jetzt eigentlich schon? Kommt ja fast so vor, als ob wir hier in Risen wären. Wo man wirklich alles an jeder Ecke findet. Wolfskraut, Sumpfkraut. Das Sachen gibt es wirklich. Herrscherkraut. Oder Harnischkraut. Ja gut, maximal Ausdauer plus 2. Mana plus 2. 10, 11 Stück. Feuernessel, Drachenwurzel haben wir bisher eine. Kronstöppel 10 Stück. Waldbeere, ich frage gerade die Goblinbeeren. Ist das hier eine Goblinbeere? Ja. Haben auch 10 Stück von. Na. Oh, da ist noch ein Snapper. Hi Snapper. Speichern wir vorher mal, weil wir ein paar Schadenspunkte bekommen haben. Und bei 3 Snappern weiß man nie. So, komm her. Oh, da ist ja noch einer. Egal, je mehr das sind, desto schneller gehen sie drauf. Glaubt mir. Ja, hab ich doch gesagt. Zack. Hey, das stimmte sogar. So. Also, das war theoretischerweise immer so, weil die meisten KIs nur dann greifen, also die KI greift nur dann, wenn sie auch tatsächlich das von uns gewählte Ziel sind, was sie in diesem Fall nicht waren. Deswegen werden sie häufiger durch mal irgendwelche Seitentreffer oder sowas getroffen. Ein Dämonenpilz. Ein Sonnenkraut. War ganz schön gut versteckt. Eine weitere Steinwurzel. Ich glaube, die ist doch hier irgendwo. Hier lag die doch irgendwo, oder nicht? Da, Steinwurzel, haben wir bisher 6 Stück von. Ich weiß nämlich nicht, ob wir die irgendwann noch brauchen könnten. Ich soll, warte mal, ich soll die Menschen nur davon überzeugen, gegen die Orks zu kämpfen. Das werden wir sicher auch irgendwann mal machen, dass wir nach Geldern gehen. Ich weiß übrigens gar nicht, wo wir hier gerade sind. Doch, wir sind hier über der Höhle. Okay. Also über... Ja, doch, es ist tatsächlich da die Höhle gewesen. Und hier müssen wir gleich wieder zu den Orks kommen. So, hier ist dann der Pfad und dann geht's hier hin. Kann ich dir nicht einfach sagen, dass der Druide schon tot ist? Oder muss ich den tatsächlich auch umhauen? Ich möchte ja gerne 75 Ruf kriegen.
Der Druide Thorn hat diesen Bauernhof verwüstet und alle Bauern getötet. Diese Schwein. Ich habe mir schon sowas gedacht. Gute Arbeit. Hier hast du etwas Gold. Ich hoffe, du hast Thorn dafür getötet. Nein. Schade. Dann werde ich das wohl selbst erledigen müssen. Hast du eine Nachricht für Torus? Sag ihm, dass von diesem Hof hier nichts mehr zu erwarten ist. Das war mal einer. Aha. Ich brauche Ruhe. Ja, wir werden den sicherlich noch irgendwann platt machen, den Druidentoren. So, speichern wir es noch einfach mal. Denn hier hört sich das Ganze viel zu sehr nach Wolf an. Es wird langsam dunkel. Obwohl ich ja mal sagen muss, dass nur so bei großen Steinwänden oder sowas ist, dass man das erkennen kann. Dass man in eine andere Renderdistanz läuft. Okay, hey Torus. Diese hinterlistigen Oger belästigen garantiert niemanden mehr. Gut, eine Sorge weniger. Hier, dein Sold. Jawoll, 1000 Gold. Der Bauernhof im Westen ist verwüstet. Dort lebt keiner mehr. Wusste ich es doch. Ja! Ich kann nur hoffen, dass das ein Einzelfall bleibt. Andernfalls sind wir auf die Karawanen angewiesen. Und das wird teuer für Trelis. Hier, dein Sold. 200 Gold, okay. Jawoll. Speichern. Wir haben zwar immer noch keinen Alchemisten gefunden, aber ich meine, das können wir irgendwann auch nochmal wieder machen. Alvaro oder Avogadro. Hieß der Kerl Avogadro? Das wäre ja ziemlich lustig. Halt! Keinen Schritt weiter! Lass mich rein. Lass mich rein. Na schön, aber benimm dich. Und hier werden wir auf jeden Fall noch einmal speichern, denn ich weiß nicht, was alles mit Wack los ist. Weil er Wack heißt. Mächtiger Orkscher Oberer. Verwüster Alowak. Orkscher Oberer, mächtiger Ork. Sklavter Soldat. Liegt denn hier so feines? Schwerter. Trinkhorn, Krug. Ja. Na, mal gucken, was passiert. Ach, das interessiert auch keinen. Hey, Wack. Warum störst du meinen Kriegsrat? Sprich! Kriegsrat? Der Krieg ist vorbei. Ach, kleiner Klugscheißer. Ihr Menschen seid unterworfen. Von euch ist ja keine ernsthafte Bedrohung mehr zu erwarten. Jedoch habe ich trotzdem auf das Kräftegleichgewicht in diesem Teil des Landes zu achten. Es ist deine Ehre. Wer sollte euch Orks herausfordern? Ich habe nicht von Herausfordern gesprochen. Ich sagte Kräftegleichgewicht. Die Assassinen sind unsere Verbündeten. Sie lassen uns in ihrer Wüste Ausgrabungen machen. Des Weiteren lassen sie uns ungehindert in ihre Wüste und in ihre Städte. Dafür bezahlen wir ihnen einen Batzen Gold. Doch bei aller Freundschaft muss jemand darauf achten, dass sie nicht zu stark werden. Und das ist meine Aufgabe. Da hinten liegt noch ein Waffenbündel. Zack. Tja. Du bereitest dich auf einen Krieg mit den Assassinen vor? Wir sind hier am Rande der Wüste. Wenn die Assassinen größere Heere ins Mittelland entsenden, dann werde ich das hier als erstes merken. Wenn diese Burg hier fällt, könnten die Assassinen ungehindert ins Mittelland. Das will ich verhindern. Okay. Erzähl mir mehr über euren Bund mit den Assassinen. Im Krieg gegen die Morras waren die Assassinen sehr hilfreich. Sie haben sich um den Teil der Welt gekümmert, den wir Orks eigentlich nur selten bereisen. Die Wüste. Des Weiteren beten wir zum gleichen Gott, Belia. Es war eine strategische Entscheidung, mit ihnen gemeinsame Sache zu machen. Was ist mit den Rebellen? Ja, richtig. Die gibt es auch noch. Und du sagst, der Krieg sei zu Ende. Ha! Die Rebellen überfallen die Bauernhöfe, verstopfen den Pass zur Wüste und bestehlen uns, wo sie nur können. Oben im Westen soll es ein größeres Lager von ihnen geben. Sie nennen es Nemura. Ich würde Nemura gern ausräuchern, aber ich habe im Moment ganz andere Sorgen, wie du weißt. Denjenigen, der es schafft, diese Brut zu zerschlagen, würde ich reich belohnen. Wenn ich es mir leisten kann, versteht sich.
Es ist deine Ehre. Ich komme im Auftrag von Urkras, dem Lagermeister von Kap Dun. Was hast du zu sagen? Urkras braucht Bolzen von höchster Qualität. Bolzen aus eurer Stadt. Er braucht jeden Monat eine Ladung von 200 Bolzen und 300 Klingenbolzen. Damit der Bedarf der Stadt gedeckt ist. Bedarf der Stadt? Welcher Stadt? Kap Dun ist nicht einmal ein Dorf. Was ist Urkras bereit zu zahlen? Ich lasse meine Leute nicht umsonst arbeiten. Das muss Milok mit Urkras regeln. Ich soll nur die Verbindung aufbauen. Meinetwegen, dann soll sich Milok darum kümmern. Geh zu ihm. In Ordnung. Wie laufen die Ausgrabungen? Wir graben wie die Wahnsinnigen in allen Teilen der Welt, um die göttlichen Artefakte zu finden. Bisher waren unsere Bemühungen nicht so ertragreich, wie wir gehofft hatten. Nur Belia weiß, ob das Amulett, das mir aus dem Tempel im Osten gebracht wurde, wirklich ein göttliches Artefakt ist. Die Ehre liegt im Kampf. Ich will dein göttliches Artefakt. Warum sollte ich es dir geben? Es hat keinen Wert für dich. Unsinn! Ich habe ganz andere Probleme, Mora. Ich habe immer noch nicht genug Gold zusammen, um unseren Teil der Abmachung mit den Assassinen einzuhalten. Der Halsabschneider von einem Assassinen, Kabir, wartet schon seit Tagen auf eine Antwort von mir. Was glaubst du, was hier los ist, wenn er sein verfluchtes Gold nicht bald bekommt? Tja. Oh, ich wusste es. Ich bringe dir das Gold für die Assassinen. Du willst mir das ganze Gold bringen? Ist das dein Ernst? Das sind satte 50.000 Goldmünzen. Puh, das ist nicht wenig. Das weiß ich auch, du Schwachkopf. Aber gut, wenn du es tatsächlich schaffen solltest, dann können wir uns nochmal über das Artefakt unterhalten. Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay. Woher soll ich das Gold für die Assassinen bekommen? Am besten du gehst zu den Bauern in der Umgebung und forderst die Pacht ein. Geh zum anliegenden Tempel und lass dir alles geben, was der Trupp dort aus dem Tempel geborgen hat. Den Rest des Goldes musst du dir wohl woanders besorgen. Ist mir egal, wie du das anstellst. Nur mach es schnell. Verstehe. Das heißt, wir müssten mal in Vanguard vorbeischauen. Ah, das wird schön. Wie viel Gold haben wir denn momentan? 13.000 erst. Okay, wir können die Pacht holen und wir können uns die Sachen vom Tempel geben lassen. Aber erstmal reden wir noch mit dem Kerl hier vorne, Milok. Gut, ich mag ja persönlich diese Synchronstimmen der Orks nicht allzu sehr. Oh, hier liegen ja auch einiges an Waffen. Naja. Hey Milok, wo bist du? Milok. Soll mich das jetzt beeindrucken? Ich war im Inneren der Burg bei Vak. Ich habe es bereits gehört. Warst bei Vak und hast ihn auf die Bolzen herangebrochen. Ja, und er sagt, dass wir es unter uns regeln sollen. Das ist gut. Sehr gut. Viele Bolzen braucht wohl krass nochmal. Jeden Monat 200 normale und 300 Klingenbolzen. Muss sie sich aber selber abholen. Ich habe keine Zeit, mich um den Transport zu kümmern. Den Preis werde ich persönlich mit ihm aushandeln. Ich richte es ihm aus. Okay. Soll mich das jetzt beeindrucken? So, und wir wollen dann... Wie geht's denn hier entlang? Da oben ist ein Bauernhof, da müssen wir nochmal hin. Bauernhof? Oh, das ist eine Blutfliege. Und sagen, solange wir keine Immunität gegen Gift haben, mache ich nichts ohne meinen Bogen gegen so eine Blutfliege. Ich bin noch nicht lebensmüde. Das Ding signalisiert doch, dass es hier... Ich würde schon gerade... Ah, da ist ja noch eine. Ja, ich merke alles. Ich sehe alle Viecher. Ist hier ganz toll. Um mich herum alles voller Viecher. Und ich denke, ja, ja, hier ist eine Höhle. Da, ja. Machen wir mal so. Und ja. Tralala, tralala. Und so. Da können wir, glaube ich, auch hoch. Dann gehen wir mal da hoch. Ah ja, hier geht's sogar hoch. Leute. Ihr müsst arbeiten. Das Sklav der Jäger. Avogadro. Nein, bitte.
Tu mir nichts. Das hatte ich Avogadro. Ich bin's nicht gewesen. Moment mal. Was hast du ausgefressen? Raus mit der Sprache. Nee, gar nichts. Ich bin ein einfacher Bauer hier und mache nur meine Arbeit. Glaub mir. Ach ja. Du bist kein Bauer. Du bist ein entflohener Alchemist. Du hast für die Orks in Treles gearbeitet. Verrate mich nicht, bitte. Ich gebe dir auch all mein Gold. Aber sag niemandem, dass ich mich hier versteckt halte, ja? Warum bist du überhaupt aus Treles geflohen? Ach, kannst du dir vorstellen, wie die Orks einen behandeln, wenn man kein Kämpfer ist? Ständig wird man herumgeschubst und gedemütigt. Ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten. Hast du gerade was von Gold gesagt? Ich gebe dir 150 Goldmünzen, wenn du mich erinnerst. Das ist alles, was ich habe. Nee. Du gehst zurück nach Treles, oder ich mach dir Beine. Du bist ein mieser Kopfgeldjäger. Gut. Ich gehe zurück. Aber du solltest besser auf mich Acht geben, dass ich auch heil ankomme, du Schwein. Okay. Escort-Mission. Ich weiß ja gar nicht, wo der langläuft. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Wir können es geradeaus runtergehen. Nein, ich laufe erstmal hier quer durch 15 Dörfer, durch 15 Ortschaften. Nimm dann auch die Autobahn. Einfach nur, weil ich es kann. Und damit ich ja auch angegriffen werde und dann auf dem sagen kann, du bist scheiße. Der pennt auch schon wieder. Ja, lass mich durch. So. Hey Prank, hey Prank, hey Prank, hey Prank, hey Prank. Das sagst du immer. So. Ich bin wieder hier. Bist du jetzt zufrieden? Level up. Ach, so ist das. Jetzt darf ich auch noch für dich arbeiten. Dafür bist du hier. Na, hier hast du ein paar Heiltränke. Yay. Zeig mir deine Ware. Feuerfall herstellen hat er. Viele Fläschchen und ein bisschen Zeug. Okay. Hauptsache, wir haben es den wieder zurückgebracht. Prank. Ich habe Avogadro gefunden. Sehr gut. Jetzt bring ihn zurück in sein Labor. Ich fand ihn auf einem der Bauernhöfe. Ach, das ist ja schön für ihn. Avogadro arbeitet wieder in eurem Labor. Fein. Wenn er nochmal ausbüchst, dann werde ich ihn eigenhändig töten. Sehr gut, Morra. Dich kann man losschicken. Tja. Und wir haben, ich will immer über C gucken, 13.000 Gold. Kann ich ihm das sagen, dass er ihn gleich töten will noch? Hm. Okay, kann ich ihm nicht sagen. Aber gut. Noch einmal ganz kurz mal gucken, ob wir da so reinkommen können. Ich weiß ja nicht. Wäre auf jeden Fall schön. Lal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 
Das werde ich mir irgendwann überlegen, aber wir sehen uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Aufnahme von Let's Play Gothic 3.